kulturellen und geschichtlichen Highlights der Pfalz zusammengefasst an einem Platz. Ideal für einen Museumsbesuch, oder nicht? Das Historische Museum der Pfalz steht mitten in Speyer, schräg gegenüber des bekannten Doms. Auf 8000 Quadratmetern werden hier rund 1 Million Exponate aus der ganzen Pfalz ausgestellt und ergeben 6 Sammlungen zu verschiedenen Epochen des südlichen Teils unseres Bundeslandes. Extra für Kinder eröffnete schon vor über 10 Jahren mit dem Jungen Museum das erste Kinder- und Jugendmuseum in Rheinland-Pfalz. Hier sollen die Kids spielerisch mit Kultur und Geschichte umzugehen lernen. Ganz unten beginnt das Museum mit der Urgeschichte unserer Lande. Exponate der ersten Siedler, die diese Gegend überhaupt kannten, wurden ausgegraben, teils restauriert und liegen hier zur Besichtigung aus. Drumherum wurde ein Ambiente aufgebaut, in dem man sich vorstellen kann, wie die primitiven Vorfahren gelebt haben. Wie haben sie gearbeitet, gegessen und geschlafen? Und gab es bei denen schon so etwas wie Kultur? Ja, die gab es. Auch damals schon hatte man einfache Gebrauchsgegenstände verziert und verschönert. Besonders begabt in der Verschönerung von Gegenständen, aber auch Gebäuden und das Schmücken der Menschen selbst, das waren die Römer, die sich vor rund 2000 Jahren auch in Mitteleuropa bereit machten. Eine Macht sollte fast die ganze Welt regieren. Eine Corporate Identity gab es schon damals. Das heißt, die Gebäude, Gewänder, auch die Art zu leben und sich zu verteidigen, wurde überall im Römischen Reich auf die gleiche Weise umgesetzt. Die Pfalz gehörte damals zur Provinz Obergermanien. Die Funde, die das Historische Museum hier zeigen kann, stammen oft aus Gräbern. Sie wurden den Verstorbenen ins Jenseits mitgegeben. Trotzdem konnte man sie 2 Jahrtausende später wieder ausgraben und bekommt so einen Einblick in das Leben jener Zeit. Auch etliche Statuen und steinerne Büsten zeigen, dass man seine Macht damals schon anhand von Kunst demonstriert hatte. So wie die Römer den Weg in eine zivilisierte Gesellschaft geebnet hatten, führt von hier aus auch die Treppe nach oben in die neueren Zeitepochen. Vor allem die Renaissance mit ihrem edel verzierten Porzellan erhält hier eine große Ausstellungsfläche. Die Sammlungsstücke bestehen aus Frankenthaler Porzellan, eine Manufaktur, die unter kurfürstlicher Verwaltung stand. In ganz Deutschland hatte die Kunst aus der Pfalz im späten 18. Jahrhundert hohe Bedeutung, jedoch nicht sehr lange. Nur 44 Jahre lang sollte die Tradition des Frankenthaler Porzellans anhalten. Die Ausstellung der Neuzeit beherbergt außerdem etliche Gemälde der vergangenen Jahrhunderte, unter anderem vom bedeutenden Speyerer Künstler Anselm Feuerbach. Dazu Möbelstücke aus der Region, meist wohl aus besserem Hause. Wen hier in der Pfalz die Lust auf ein Tröpfchen munteren Weines überkommt, der hat im Forum die Gelegenheit dazu, einen solchen zu verköstigen oder einen kleinen Imbiss zu nehmen. Erst seit 2004 ist der Innenhof mit Glas überspannt. In 17 Metern Höhe sind 825 Quadratmeter Glas verbaut. Und darunter wird nicht nur gegessen, getrunken und geredet. Auch für Vorträge, Konzerte und Theateraufführungen wird das Forum genutzt. Es ist die Mitte des Museumsgebäudes, das aus 4 Flügeln besteht. Wer den Wein in aller Ruhe unter der Speyerer Sonne genossen hat, kann sich dann auch anschauen, wie derselbe entsteht. Vor allem aus den letzten Jahrhunderten stammen die zahlreichen Exponate aus Winzerfamilien und Weinkellern. Es ist noch nicht lange her, als diese Maschinen noch zur Verarbeitung des Rebsaftes genutzt wurden. Das Weinmuseum ist in dieser Region ein unverzichtbarer Bestandteil eines geschichtlichen Museums. Ein besonderer Höhepunkt ist hier übrigens die älteste Weinflasche, die man jemals gefunden hat. Trinken möchte man diesen nicht mehr, aber zumindest Teile des Inhalts bestehen laut wissenschaftlichen Untersuchungen auf jeden Fall aus Traubenwein. In der Stadt, in der die Bistümer ihren Sitz haben, dürfen natürlich auch religiöse Zeitzeugen nicht fehlen. Die Geschichte von der Reformation über den Reichstag zu Speyer bis in die heutige Zeit wird im evangelischen Bereich dargestellt. Besonders bedeutend sind aber ganz andere Exponate, die das Historische Museum der Pfalz exklusiv beherbergen darf. Der Domschatz des Doms zu Speyer. Nur wenige Fernsehkameras durften diesen bislang filmen. Auch das Fotografieren ist hier strikt verboten. Die salischen Kaiser, eines der bedeutendsten Adelsgeschlechter unserer Geschichte, sind im Speyerer Dom begraben. Die Baugeschichte des Domes wird hier dokumentiert und gigantische Herrscherbilder überwachen die Räumlichkeiten. Die Gewänder der Kaiser vertragen nicht viel Licht, sonst würden die Stoffe weiter verfallen. Drumherum wird der Domschatz ausgestellt, wertvolle Paramente, Gemälde und Skulpturen.
Gold und Glanz, wohin man blickt. Was wir heute ansehen dürfen und früher den Herrschern gehörte, kann wunderbar demonstrieren, von wie viel Macht die verschiedenen Epochen geprägt waren und wie sich die Stile nur behutsam geändert haben. Außerhalb der Dauerausstellung zu 6 Themenbereichen erwecken die wechselnden Ausstellungen zu historischen Punkten der Vergangenheit das Interesse der Öffentlichkeit. Dafür steht eine eigene Abteilung zur Verfügung, die viele Monate lang über ein Thema berichtet. Sonderausstellungen locken tausende Besucher mit Themen wie Samurai, die Wikinger oder Idole.